Eine neue PISA-Sonderstudie vorgestellt. Bei den PISA-Studien werden Schulkinder aus verschiedenen Ländern immer mal wieder auf ihr Wissen getestet. Große Aufregung in einer Kleinstadt in Niedersachsen. Dort sind zwei Affen aus einem Tierpark ausgebüxt und turnten auf Dächern und Bäumen herum. Die gerufenen Polizisten setzten auf Geduld. Der Hunger trieb die Affen nämlich nach 2 Stunden schon wieder zurück in ihr Gehege. Und Fußball. Im ersten von 3 Bundesliga-Nachholspielen hat Hertha BSC am Abend bei Mainz 05 1:1 unentschieden gespielt. Schon übermorgen steht für die Berliner Hertha das nächste Nachholspiel an, gegen Freiburg. Radio Teddy, der Verkehrsservice. Präsentiert von Kinderdentist. Es geht insgesamt ganz gut voran auf den Straßen hier bei uns in Berlin und Brandenburg, in Berlin-Köpenick, auf Köpenicker Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Stop and go in Richtung Lindenstraße. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Kinderdentist. Zahnärzte und Kieferorthopäden für Kinder und Jugendliche. Mehrmals in Berlin und Potsdam. Termine und Infos unter kinderdentist.de. Das Wetter. Damit jeder von euch weiß, was er am besten anzieht. Aprilwetter im Mai. Immer mal wieder toben sich heute die Regenwolken aus. Dazu gibt es auch noch Wind hier bei uns in Berlin und Brandenburg. Aber unsere Füße bleiben trocken in den Gummistiefeln und Temperaturen bis zu 14 Grad. Radio Teddy, das Wetter. Den ganzen Tag, alle halbe Stunde. Und morgens sogar alle 15 Minuten das Radio Teddy Anziehwetter mit Christina. Zuverlässig und genau. Ja, und vom Synchronsprecher zum Sänger. Welchen Superstar ihr wahrscheinlich schon mal in eurer Lieblingszeichentrickserie gesehen habt, das verraten wir in knapp.